Ja, vielen Dank für diese Einleitung und für die Einladung zu diesem tollen Symposium. Genau, die Schwestern Flörgi und die Wiener Werkstätte. 1904 öffnete der erste avantgardistische Modesalon von und für Frauen in Wien, die Schwestern Flörgi in der Mariahilferstraße 1b des 6. Gemeindebezirks. Der heute speziell für Emilias Künstlerkleider bekannte Modesalon war eine der wichtigsten Institutionen der Wiener Modereform und im abstrakt modernen Jugendstil eingerichtet. Die anschließende Wohnung hingegen wurde im strikten Biedermeier ausgestattet. Diese Dualität von Wohnung und Modesalon steht im Fokus dieser Präsentation und stellt die Frage in den Raum, ob es Ausdruck oder nur Inszenierung von einem emanzipierten Lebensstil war. Kurz zum Aufbau, nach einer kurzen Einleitung werde ich die Stileinordnung vollziehen, dann den Aufbau dieser Bereiche darstellen und dann einen historischen Kontext bilden mit speziellen Fokus auf die Geschlechterinszenierung. Dankeschön. Die Schwestern Flörgi mieteten für ihr Lebensprojekt den gesamten ersten Stock der Casa Piccola, und das war der Spitzname des Gebäudes, benannt nach dem Kaffeehaus, das im Erdgeschoss sich befand. Dort verbanden sie auf ganz traditionelle Weise Wohnen und Arbeit, also Modesalon und Werkstätten, miteinander. Für diese beiden öffentlichen Bereiche wählten die Schwestern Flörgi die Wiener Werkstätte für die Ausstattung, jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Stilen und unter unterschiedlicher Leitung. Grundsätzlich legten die Schwestern ein sehr großes Augenmerk auf die öffentliche Inszenierung und Wirkung, denn sowohl Modesalon als auch die Wohnung wurde publiziert. Der Salon ist signifikant als einer der ersten Gesamtkunstwerke der Wiener Werkstätte. Er widmet sich zudem der Inszenierung von Kleidern, welche als Raumkunst als Teil der Kunstausstellung fielen. Eine zusätzliche Bedeutung ist der feministische Kontext. Die Wohnung im Kontrast spiegelt mit seiner typisch bürgerlichen Darstellung die Komplexität der Stellung der Frau zur Jahrhundertwende auf. Da diesen Projekten bisher recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, habe ich diesen rekonstruiert. Das habe ich anhand von Magistratsplänen, Möblierungskizzen, textlichen Beschreibungen, aber vor allem auch durch Aufnahmen vollzogen. Und mit Literaturquellen und Projektvergleichen habe ich die Rekonstruktion dann in einen historischen Kontext gestellt. Genau, und so konnte ich den Modesalon rekonstruieren und habe ich ihn dann auch digital nachgebaut. Als erster relevanter Punkt, entschuldigen Sie kurz, ergab sich die Stileinordnung. Der Modesalon wurde 1904 mit dem Einzug in das Gebäude von Koloman Moser und Josef Hoffmann in einem konstruktiven Jugendstil eingerichtet. Die ausgestatteten Zimmer, Büro, Empfangssalon und Probierlogen folgten alle der gleichen Formensprache, waren aber durch subtile Differenzen den Raumfunktionen angepasst. So schufen die beiden Architekten für jeden Raum eine angepasste Stimmung. Die Wände waren mit weißem Schleiflack eingelassen und durch schwarze Linien gemalt oder adaptiv strukturiert. Generell wurden die 4 Meter hohen Wände zweigeteilt. Es gab einen oberen Bereich, der sich überall wiederholte. Das war eine Linie aus schwarzen Quadraten, die jede Wand strukturierte, und den unteren Bereich, der sich den jeweiligen Raumfunktionen anpasste. Im Büro war das sehr streng. Es war quasi die Ernsthaftigkeit der Bürotätigkeiten war hier auch dargestellt. Der Empfangssalon hatte eine gewisse wohnliche Stimmung, und im Probierlogen war so der Zwischenbereich streng, aber eine gewisse Ornamentik kam hier vor. Dies entspricht dem Stil der strengen Formenkanon der frühen Wiener Werkstätte, sowie wurde auch von vielen Vertretern international verwendet, der Moderne. Die Wohnung wurde 7 Jahre später, 1911, von Josef Edward Wimmer-Wieskrehl in einem sehr strikten Biedermeier ausgestattet und inkludierte einige moderne Möbel und Gegenstände von Josef Hoffmann sowie private Möbel der Flörgi-Familie. Der funktionale Stil des Biedermeiers diente für viele Jahrhundertwende-Architekten als Inspiration und Idealvorstellung eines modernen Lebens.
Gleichzeitig prägten die Künstler aber mein Bild in der vergangenen Epoche, das es so eigentlich gar nicht gegeben hat. Dieser bürgerlich einfache Stil, der präsentiert wurde, hatte nämlich eigentlich den Ursprung in der privaten Wohnung des Adels. Die Wände wurden von Wim Wiskel ebenfalls optisch strukturiert. Er wählte hierfür allerdings sich wiederholende Muster, die jedem Raum einen sehr spezifischen Ausdruck gab. Diese unterschiedlichen stilistischen Darstellungen lassen sich in den Ansprüchen der verschiedenen Domänen erklären. Mit dem Modesalon wollte man sich als Teil der Avantgarde und Kunstbewegung darstellen und mit der Wohnung sich als Teil des Großbürgertums positionieren. Gleichzeitig lässt sich aber eine gewisse Stilentwicklung der Wiener Werkstätte sowie auch den Schwestern Flögern darstellen, die in diesem Zeitraum von einer sehr, also die Wiener Werkstätte von sehr minimalistisch zu weit ornamentaleren Ausführungen kam. Und auch die Schwestern Flögern in ihren Kleidern waren von Künstlerkleidern zu Empire-Kleidern, hatten sich entwickelt. Ein zweiter relevanter Punkt bildet sich im Aufbau des Gebäudes. Und das war in einer ganz typischen bürgerlichen Wohnung aufgebaut und das war inspiriert von viktorianischen Häusern. Hier gab es eine strikte Trennung zwischen privat, repräsentativ und funktional. Und in diesen Bereichen gab es meistens noch Territorien nach geschlechtlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Hier auch bei den Schwestern Flögern gab es diese strikte Trennung und jeder dieser Bereiche hatte einen eigenen Eingang. Das war so die komplette Trennung davon. Aber auch innerhalb dieser Bereiche wurde genau nach diesem Schema unterteilt. Es gab immer repräsentative, private und funktionale Bereiche. Eine zentrale Bedeutung eines derartigen herrschaftlichen Hauses hatte das Vorzimmer. Es war die Drehscheibe, an der die Verteilung der Besucherinnen vorgenommen wurde. Im Modesalon war es die architektonische Grenze zwischen Teilnahme oder Ausschluss an der modischen Avantgarde und verdeutlicht durch diese lange Schwelle die beanspruchte Exklusivität. In der Wohnung war es neben den Dienstbotenzimmern, was eine sehr eindeutige optische Darstellung vom Status war, die aristokratische Attitüde. Die Trennung der Raumfunktionen wurde im Modesalon sehr linear aufgebaut. An den repräsentativ öffentlichen Raum, dem Empfangssalon, schlossen zeitlich die privateren Bereiche Umkleiden und Büro an. Er war Dreh- und Angelpunkt des Salons und musste für jeden Weg gekreuzt werden. Und durch Blickachsen verschlossen sich die anderen Bereiche vor ihm. Auf der einen Seite befanden sich die Probierlogen. Wenn man in den Modesalon hineinkam, hat man nur einen Paravon gesehen, der dem Knick der Wohnung folgte. Und saß man auf den Tischen oder auf den Stühlen vor den Fenstern, konnte man gar nicht mehr hineinschauen. Auf der anderen Seite, das Büro, gab es eine indirekte optische Verbindung zwischen dem Eck der Buchhalterin und dem Sitzbereich. Und so wurde unaufdringlich Verfügbarkeit, aber auch eine gewisse Überwachung dargestellt. Abgetrennt davon lagen die Werkstätten, die aber durch diskrete Überschneidungen zum öffentlichen Bereich des Salons zu betreten waren. Die Zimmer der Flögge-Familie waren fast alle als Durchgangszimmer funktioniert, die sich um den östlichen Lichthof reihten. Von beiden Seiten wurden sie von funktional repräsentativ zu immer privateren Räumen angeordnet. Kein Zimmer außer den funktionalen und Dienstbotenzimmern konnte für sich geschlossen werden. Die Familie Flögge hatte demnach nur ein Leben miteinander. Das entspricht auch der viktorianischen Lebensweise, in der es keine Privatheit innerhalb einer Klasse gab. Als dritter und womöglich zentralster Punkt, für mich zumindest, ergibt sich die historisch situierte Geschlechterinszenierung. Außergewöhnlich für diese Zeit war, dass alle Bereiche von Frauen geführt wurden. Damals keine Selbstverständlichkeit, wo der Frau als ergänzende Hälfte zum Mann nur Passivität, Privatheit und Reproduktion zugesprochen wurde. Dieser Dualismus wurde auch als Grundpfeiler von Gesellschaft und Kultur erklärt. Die Flögges durchbrachen dieses nach innen gekehrte Idealbild der Frau. Schon durch ihre Ortswahl, dem Herrschaftsstock der Casa Piccola, platzierten sie die Schwestern selbstbewusst in den Knotenpunkt der Wiener Moderne und ins Zentrum der Stadt. Mit einem Banner und einem Jugendstilturm betonten sie ihre Präsenz neben dem berühmten Kaffeehaus und verbanden so in dem Gebäude männliche und weibliche Avantgarde.
Auch durch die in den Anfangsjahren in Magazinen veröffentlichten Annoncen ihrer Reform- und Künstlerkleidern präsentierten sich die Schwestern selbstbestimmt und emanzipiert. Und das, obwohl sie eigentlich hauptsächlich traditionelle Kleidung verkauften. In ihrer eigenen Kleiderwahl widersprach Emilie ebenso vielen Theorien, oft von Männern über die weibliche Mode, die eine Uniformierung in der Öffentlichkeit forderten und die Frau im Interieur sie als Teil davon schmückten. Emilie drehte diese Zuschreibung um. Im Modesalon hat sie eben in sehr einfachen Kleidern gearbeitet und in der Öffentlichkeit trat sie sehr selbstbewusst in ihren Künstlerkleidern auf. Auffällig ist auch, dass es nur neutrale Zimmer gab in den Bereichen. Es gab weder männlich angelegte noch weiblich angelegte. Allerdings gibt es einige sehr traditionelle sowie moderne weibliche Inszenierungen. Das repräsentative Herstück Empfangssalon und Speisesaal nahmen die optisch-architektonische Vermittlerrolle des hohen Anspruchs, welche die Schwester an ihr Lebenswerk hatten. Hier wurde sich präsentiert, es war aber auch Ort der Begegnung und der sozialen Kontakte. Im Modesalon erinnert der Empfangssalon durch seine strenge symmetrische Einteilung an die architektonische Machtpräsentation des Adels sowie an den Aufbau vieler Herrenzimmer. Gleichzeitig war es aber auch Raum mit dem wohnlichsten Charakter, der als Ort des Aufenthalts und der Ausstellung gekennzeichnet war. Die Silzpolsterung Notschrei, die Bilder Koloman Mosers, der Schmuck der Wiener Werkstätte und die Sammlung Emilie Flögges, die textile Volkskunst, die in den Schaukästen und Kommode ausgestellt waren, stachen in ihrer Buntheit aus der schwarz-weißen Umgebung heraus. Gleichzeitig bildeten sie einen starken Kontrast, der aber die avantgardistische Atmosphäre verstärkte. Das Sammeln, das damals als männliche Praktik gesehen wurde, wurde hier durch weibliche kreative Hand übernommen. Im Speisesaal reihten sich um den zentrierten Esstisch einige Schränke, ein Ofen und Verweilmöglichkeiten. So konnten diese Wohninseln von mehreren kleinen Gruppen für verschiedene Aktivitäten genutzt werden. Die Wände waren mit einem 3,5 hohen vertikal gestreiften Muster überzogen, welches höchstwahrscheinlich direkt mit Schablonen an die Wand gemalt wurde. Und es erinnert stark an ähnliche Musterentwürfe von Wilma Wiesgrill wie Maikäfer oder Ameise. An diesem Muster lässt sich das von den Künstlern um 1900 konstruierte Bild des Biedermais gut aufzeigen, weil dieses Muster, das heute sehr tief mit der Vorstellung des Biedermais verknüpft ist, gab es damals so eigentlich gar nicht. In der Vertikalität allerdings betonte es die Höhe und die eindrückliche Stimmung des Raumes und zonierte es in mehrere kleine Abteilungen. Die perfekte Darstellung von Repräsentation und Begegnung. Im anliegenden Schlaf- und Wohnzimmer verband Wilma Wiesgrill die drei Begrifflichkeiten Privatheit, Weiblichkeit und Textil in ganz klassischer Sicht der Jahrhundertwende miteinander. Der gesamte Raum war mit dem berühmten Druckstoff Heimchen überzogen und hinter Vorhängen verdichteten sich die Betten zum intim-privaten Höhepunkt der Wohnung. Man ist an Linas Schlafzimmer in Adolf Lohs Wohnung erinnert, doch statt diesem sehr jungfräulichen Weiß überdeckte hier ein lebhaftes Muster die Oberflächen. Eine lebendige Weiblichkeit, die sich aber noch recht zurückhaltend präsentiert. In den Umkleiden, dem privatesten Bereich der Kundinnen, bricht der Salon sowohl mit dem eigenen Schlafzimmer als auch mit vielen anderen Barbierlogen der Wiener Moderne. Denn dort wurde oft eine weiblichere Ausstattung gewählt, da Nacktheit, so los, die Sicherheit der Weiblichkeit bedurfte. Bei den Flögges kam es zu keiner solchen weiblichen Ausstattung. Derselbe geometrische Stil wurde auch hier weitergeführt. Die stilistische Trennung und Inszenierung von Weiblichkeit vollzieht sich also im Spannungsfeld zwischen Stil und Lebensimitation der Aristokratie und dem Drang nach einem sehr exklusiven Leben, gleichzeitig nach dem Anspruch nach einem starken Modernisierungsprozess. Dies erinnert an bürgerliche Frauenbewegungen, welche die Klassengesellschaft nicht verändern wollten, aber die Stellung der Frau in dieser Gesellschaft verbessern wollten. Die Flögges gingen hier aber einen Schritt weiter, dass sie beide Hälften der männlichen und weiblichen gesellschaftlichen Funktionen in sich vereinten. Das von den Männern ausgeübte Berufsleben zum Gelderwerb und zur Erhöhung der gesellschaftlichen Positionen sowie Genie und Intellekt und das von den Frauen geführte Privatleben zur Repräsentation, Generation und Muße. Die traditionell bürgerliche Private wurde mit einer neuen, modernen öffentlichen Weiblichkeit überdoppelt.
Für eine ähnliche Lebensweise entschieden sich weitere emanzipierte Frauen der Wiener Moderne, wie Lina Loos, Mimi Mahler oder Grete Henschel, die für Privatheim eine ähnliche, dem traditionellen Frauenbild verpflichtete Ausstattung wählten, aber sehr selbstbewusst in der Öffentlichkeit standen. Traditionelle Weiblichkeit wurde als etwas Positives gesehen und gleichzeitig die Öffentlichkeit nicht mehr als rein männlich betrachtet. So wurde eine fortschrittliche Frau des Bürgertums geschaffen, die weitere Wirkungskreise übernahm. Die Inszenierung war demnach weit mehr als reines Rollenspiel, sondern der wahre Ausdruck nach dem Streben der neuen Frau. Vielen Dank.